Verkehrskontrollen an einer Landstraße auf dem Weg zur Küste. Türkische Sicherheitskräfte bemühen sich seit Jahresbeginn verstärkt, die Flüchtlingsbewegung Richtung Griechenland einzudämmen. Vor allem Minibusse sind im Fokus der Gendarmerie. Offenbar eines der wichtigsten Reisemittel der Flüchtlinge und Migranten. Auch am Strand patrouillieren sie. Dort findet man überall Spuren der Schlepper und ihrer oft verunglückten Kunden. Inzwischen legen die Schlauchboote mit den Flüchtlingen fast nur noch nachts ab. Auch wenn Griechenland im Hintergrund so nah scheint, oft genug kommen die Boote nicht an. Die Gendarmen dürfen keine Interviews geben. Dafür glaubt dieser Angler, den Grund zu kennen, warum inzwischen so viel kontrolliert wird. Es gibt ja offenbar eine Übereinkunft mit Deutschland und der Bundeskanzlerin Merkel. 3 Milliarden Euro sollen kommen, damit die Flüchtlinge nicht nach Europa weiterziehen, sondern hier bleiben. Das wird wohl der Grund sein, weshalb die Gendarmerie ständig kontrolliert. Bilder, die vor kurzem im türkischen Fernsehen gezeigt wurden. Eine Razzia in der Küstenstadt Izmir. Polizisten in der Werkstatt eines Schlauchbootherstellers. Auch diese Aktion soll zeigen, dass es die Türkei ernst meint mit dem Kampf gegen die Schleusermafia. Eine Sisyphusarbeit, denn an der türkischen Küste soll es weit über 100 solcher Schlauchbootwerkstätten geben. Nach langem Suchen finden wir einen Hersteller. Der Chef erklärt uns, hier gehe alles ordentlich zu. Erkannt werden wollen er und seine Mitarbeiter jedoch nicht. Er sagt, die Mafia hätte ihn bedroht und gezwungen, Schlauchboote für das Schleusen von Flüchtlingen und Migranten zu bauen. Viel sagen will er nicht, aber immerhin seien seine Produkte Qualitätsarbeit. Meine Boote kosten 1.500 Dollar und ich gebe 3 Jahre Garantie, mehr als die Chinesen. Durch das illegale Schleusen ist eine regelrechte Industrie an der türkischen Ägäisküste entstanden. Tausende verdienen an der Flucht vor Bomben und Armut. Ihre Kunden wohnen nicht mehr in wilden Flüchtlingslagern an der Küste, denn die türkische Polizei hat diese aufgelöst. So sind sie weitergezogen in Baracken und Zelte wenige Kilometer im Landesinneren und warten dort auf ihre Chance, doch noch mit einem der Schlepperboote nach Griechenland zu kommen. Hier in der Nähe der Küstenstadt Foča leben etwa 100 syrische Flüchtlinge. Sie arbeiten auf den umliegenden Feldern eines türkischen Bauern. Am Tag bekommen sie etwa 15 Euro. Einer von ihnen ist Khalil aus Syrien. Er würde lieber heute als morgen die Türkei verlassen. Ich habe in Syrien studiert. Dann bin ich wegen der Bomben in die Türkei geflohen. Ich will nach Europa. Dort ist ein Menschenleben mehr wert als hier und dort könnte ich weiter studieren. Khalil sitzt fest, denn auf der Flucht ist ihm das Geld ausgegangen. Im Schnitt kostet die Fahrt nach Griechenland 1.000 Dollar. Zurzeit ist das nicht so einfach. Viele Polizeikontrollen, die unruhige See und man kommt von Griechenland nicht mehr so leicht nach Mitteleuropa. So entscheiden sich inzwischen immer mehr Syrer, in der Türkei zu bleiben. Wie Khalils Freund Hamza. Bis letztes Jahr dachte ich noch darüber nach, auch nach Europa zu gehen. So wie die anderen mit einem Schlauchboot über das Meer. Doch dabei ertrinken viele oder sie werden am Ufer ausgeraubt. Ich bleibe deshalb lieber hier. Hamza kennt wie alle hier die grausamen Bilder der Ertrunkenen. Es sollen inzwischen Hunderte an der türkischen Ägäisküste sein. So gibt es immer mehr kleine Friedhöfe für Flüchtlinge und Migranten, die es mit den Schlauchbooten nicht geschafft haben. Es sind Väter und Mütter, die die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für ihre Familie hatten und deren Kinder, die nicht einmal den ersten Geburtstag feiern konnten.